Okay, wir machen hier wie gesagt das Loch hin für die Basis. Wo bist du gerade? Warte, ich kämpfe hier gerade. Weißt du was, dann baue ich hier schon mal den Gang zur Basis hin, okay? Hallihallo, Hallöchen, liebe Castler und Castlerinnen Domsianer. Und herzlich willkommen zurück zum 1.7er Let's Battle. Zur genau. Staffel 9 ist das inzwischen schon. Sagen wir einfach 1.7 Battle. Wir müssen wieder den Weg nach oben finden, da sind unsere Pferdchen. Wobei, ich glaube, hier geht's doch noch weiter. Also wir haben uns jetzt, ich glaube, wir gehen echt einfach raus und scheißen auf die Diamanten. Okay. Und versuchen halt mal so unser Glück, weil genau, wir brauchen ja auch, wobei, hier geht's noch mal tiefer runter. Also ich brauche definitiv Essen. Das ist jetzt gleich mein letztes Chicken. Cool. Dann habe ich noch ein paar Brote. Richtig scary. Und Viecher. Gespawnt. Ich glaube, den habe ich schon vorher gehört. Geht's hier weiter? Hey, es geht ja sogar weiter. Wenn wir jetzt hier Diamanten finden, dann. Ja, dann wenn. Erst, wenn. Wenn. Machen wir noch keine Hoffnung. Ja, tut mir leid. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall nach oben, holen unsere Pferdchen und. Ja, also machen uns mal eine Basis, wo wir unsere ganzen Sachen mal hinstellen zum Brennen. Und dann. Können wir mal schauen. Du hast keine Orientierung mehr, oder? Ja, du auch nicht. Weil ich weiß, wir haben halt jetzt eine längere Pause gemacht, weil jemand essen musste. 50 Minuten lang. Und ja, das ist ein bisschen schwierig dann in den Höhlen. Wobei, guck, komm mal hier hoch, Tim. Ja. Hier ist auf jeden Fall so ein Wüstenbeck. Ich glaube, hier geht's auch gleich raus. Weil schau mal. Hier, hier war ein Spawner. Und da oben ist schon normale Wüste. Naja, genau, da oben ist schon normale Wüste. Da oben ist diese Claywüste. Ich glaube, hier können wir auch raus und dann können wir uns oben bestimmt ein bisschen besser orientieren, oder? Ja, das sollte möglich sein. Genau, dann esse ich mal hier noch ein Brot gleich, weil oben müssen wir halt schon ein bisschen aufpassen. Dann holen wir einfach schnell unsere Pferde, die Leinen, und dann düsen wir einfach weg, würde ich sagen. Das ist natürlich sehr schön, wenn du das abbaust, worauf ich gerade stehe, um mich hochzubauen. Ich weiß. Ich tue das nur mit bestem Gewissen. Also ich baue mich hier gerade generell so ein bisschen nach oben. Und wir müssen ab und zu natürlich immer Licht setzen, sonst ist es nicht so cool, schön für unsere Abonnenten. Ey, guck mal, wir graben uns hier gerade durch alle Farben Clay durch. Das ist richtig cool. Das ist richtig awesome. Also ich mag echt die Clay-Wüsten, die sind echt der Hammer. Definitiv, ich mag die auch richtig. Du hast gerade Push-to-Talk gedrückt. Hab ich? Kurz. Ja, ja. Ich habe dich gerade kurz doppelt gehört. Dann habe ich wohl die W-Taste verschielt. Na gut. Ist bei dir auf der W-Taste? Nee, auf der Q-Taste. Was für eine Höhe sind wir denn gerade? 75. Ja, das ist blöd, dass wir gerade keine Minimap haben. Es kann ja sein, dass wir gerade sogar in einem Berg sind und halt uns gerade an die Spitze bauen, was ein bisschen fail wäre. Aber egal. Aber gäbe es Schlimmeres, definitiv. Dann hätten wir immerhin mal eine höhere Position, wenn es... Das wäre schon mal nicht schlecht. Also, ja, okay, hier geht's raus. Ah, okay, da ist die Wand, dann müssten, genau, hinter uns sind die Pferde. Wir müssen hier einmal kurz drumrum. Okay. Ja gut, so, ja, da stehen sie sogar schon, guck mal, wir sind hier gerade so ein bisschen gewandert. Dann holen wir uns die ganz schnell mal. Ah, immer diese Aufregung. Hab hier immer Angst vor den Gegnern, ne? Vor den Gegnern hab ich Angst, ja. Gibst du mir gerade mal meinen Sattel? Ja, kannst du gerade mal auch meine Leine aufsammeln, bitte? Hier ist dein Sattel. Denn? Hast du zwei Leinen? Ja. Okay, warte, ich muss auch ganz schnell mal auf mein Pferd. So. Und den Sattel drauf. Okay, ich kann reiten. Kommst du mit? Wenn mein Ferdi... Ja, komm okay. Mit. Also diesmal sollten wir uns auch nicht verirren oder so. Weil wir brauchen echt Essen, das ist wichtig. Und wir sollten uns irgendwie eine Basis suchen. Gut, also sollen wir vielleicht erstmal zum Spawn uns neu orientieren? Oder sollen wir einfach hier irgendwo diesen Wald wieder suchen, den wir vorher auch schon mal gefunden hatten. Ich bin gerade ein bisschen überlegen, wie wir das am besten. Wir sind ja ziemlich am Rand, ne? Wir sind gerade ziemlich am Rand, genau. Zum Beispiel hier hinter so einem Hügel würde ja vielleicht niemand gucken. Ich bin echt dafür, dass wir irgendwo an den Wald gehen oder so, weil da haben wir auch direkt Essen. Okay, dann tun wir das. Okay, machen wir das am besten. Weil die Claywüste, die ist zwar schön und gut, sie sieht total awesome aus, aber wir werden hier hat echt Probleme nichts. Mit dem Essen halt haben. Nichts. Genau. Ja. Generell einfach mit allem. Und deshalb würde ich sagen, komm, wir gehen jetzt echt mal. Warte, wir gehen hier erstmal. Oh Gott, man bekommt die Pferde schnell Schaden. Wir gehen hier einfach mal so drüber. Bist du noch hinter mir?
Ja. Oh Gott, bist du langsam. Ja. Folg mir einfach mal. Und genau, da ist schon gleich dieser Wald und da würde ich sagen, schlagen wir unsere Basis auf. Ich glaube nämlich, die anderen Teams, die sind auch in alle, die sind, hoffe ich, mal alle in verschiedene Richtungen gegangen. Ich konnte jetzt leider nicht ihre Videos schauen, weil die noch nicht oben sind. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt nicht gerade irgendjemand glaubt. Die sind auch gerade Schweine, die kill ich gerade schon mal. Also wenn das jetzt echt jemand für bare Münze genommen hat, dann fände ich echt... Dann können wir ihm auch nicht mehr helfen, leider. Dann können wir, glaube ich, niemandem mehr helfen, nee. So, ich gehe nochmal auf mein Pferd. Nein, nicht ins Wasser, Pferd. Nicht schwimmen gehen, nicht baden gehen. Komm, hoch. Ja, braves Pferdchen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier schnell irgendwie rüber. Komm, schwimm, Pferd. Komm. Geh an Land. Es wird nämlich auch schon dunkel. Wir müssen uns echt schnell irgendeine Behausung suchen. Komm mal mit. Wo bist du gerade? Ich bin gerade hier im Wasser. Ich ziehe mein Pferdi. Okay. Weil hier kommen auch schon gerade die ersten Zombies. Das ist gerade ein bisschen blöd. Ach komm, geh an Land. Vor allem, was mir aufgefallen ist, es ist echt verdammt schwer, gegen Zombies zu kämpfen, wenn du auf dem Pferd hockst. Mhm. Ist mir aufgefallen, du hast immer den Kopf vom Pferd im Blick und du denkst, du schlägst das Pferd. Und das will man natürlich nicht. Das will man wirklich nicht. Aber ich glaube, man kann das gar nicht schlagen, wenn man da drauf sitzt. So, ich würde sagen, die perfekte Stelle für eine Basis. Wobei, überleg mal, wir haben gar keine Minimap, ne? Wir müssen schon irgendwas Auffälligeres suchen. Weißt du was? Wir bauen unsere Basis jetzt einfach mal hier. Komm mal kurz wieder an diese eine Stelle hier. An welche Stelle? Da, wo ich war, hier ja, an das Ufer, genau. Ich genau. So, kannst du gerade mal irgendwie die, greifen die Mobs auch die die Pferde an? Ja, echt? Ich glaube schon. Das ist natürlich blöd. Oh Gott, wie machen wir das denn dann? Also ich hätte jetzt die Idee, dass wir uns einfach hier irgendwo an einem Baum runtergraben und halt da eine Basis machen. Das Problem ist einfach, die Pferde sollten wir ein bisschen weiter weg hinstellen, sonst graben die sofort da, wo die Pferde stehen. Ja, dann lass uns die doch hier drüben hinstellen. Lass uns die Pferde doch... Warte, da drüben. Ich will jetzt nicht nochmal durchs Wasser müssen. Ich auch nicht. Lass uns die doch... Oh, hier ist ein Chunkfehler. Echt? Ja, guck doch mal. Oder da haben wir wohl nicht aufgepasst bei der Map-Generierung. Also, es war sehr witzig. Wir hatten hier echt... Das war unglaublich, was wir hier machen mussten zur Map-Generierung. Nee, das ist tatsächlich ein Chunkfehler. Weil es sind ja zwar Server draußen für die ganzen verschiedenen, für die 172, aber... Hier, oder? Moment. Ja, hier okay, machen wir es hier. Wir können hier auch noch so einen kleinen Unterschlupf machen für die. Für die Pferde, genau. Genau, graben wir uns da einfach rein und unsere andere Basis ist dann da hinten am anderen Ufer. Genauso machen wir es. Und den Sattel nehme ich schon mal... kannst du mir gerade mal eine Leine geben? Ich schmeiß mal den ganzen farbigen Clay weg, weil ich den gerade gar nicht brauche. Ja, wo bist du? So, ich bin hier. Okay, hier. Hallo. So, dankeschön. Gut, dann bauen wir hier mal einen Unterstand und sneakst du dich? Du sneakst dich nicht. Nee, ich muss hier kurz eine... Okay, dann bauen wir dich hier einfach rein. Mach mal da einen Zaumfall hin oder sowas. Ja, ich muss erstmal einen machen. Hast du die nicht abgebaut? Mensch, Tim. Das geht ja mal gar nicht. Gut, okay. Dann machen wir das so. Dann mach du den Zaunfall, dann können wir die hier schön anbinden und dann haben die einen Unterschlupf. Und da vorne machen wir es einfach mit Dirt zu. Und ich würde sagen, da vorne ans Ufer stellen wir einfach einen Cobblestone hin, okay? Okay, meins okay, hängt dran und so. Hier kriegst du noch für dich eins. Ich habe meins doch schon dran gehangen. Oder hast du es wieder abgemacht? Achso, ah nee, das ist meins. Hä, wo ist denn? Deins ist, hast du nicht dran gemacht. So, jetzt. Okay, gut, dann mach das mal gerade zu mit Erde, weil ich habe keine Erde. Jo. Ich passe so lange ein bisschen auf. Achso, die Sattel. Die Sattel sollten wir mitnehmen. Wow! Tim. Alter, was war das? Wir sollten das ein bisschen höher machen. Ja. Ja, sollten wir. So. Oh Gott, komm, ich nehme den Sattel. Ah! Das ist so bescheuert. So, ich hab den Sattel. Gut, hast du auch deinen Sattel? Ja. Gut, ich esse jetzt das letzte Cooked Porch Pork Chop. Na, und dann habe ich echt gar nichts mehr. Machst du es zu oder reicht dir die Erde nicht? Tim? Nee. Rede mit mir. Nee, noch eins dann. So, gut. Okay. Dann machen wir es so, dass wir einfach. Die Wolle will ich jetzt nicht nehmen. Weißt du was? Wir machen hier irgendwo ein bisschen Gravel hin.
Und zwar genau. Vielleicht hier an da, Tiefe. Da. Ich hab gerade da an den Baum Graveling gemacht. Affen, da explodiert gleich ein Creeper. Oder wir erkennen es am Creeper-Loch, wo hier drin Gravel ist. So. Einfach so. Einfach weil ein Zeppling. Dann wächst da drin vielleicht ein Baum. Mal schauen. Gut, und unsere Basis, die machen wir dann am besten ein bisschen weiter weg davon, aber nicht zu weit weg. Die machen. Oh Gott, pass auf, hier sind total viele Creeper. Na super. Creeper-Löcher vor drin. Die gehen sofort hoch, das ist die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit, das ist total krass. Ich nehme hier auch gerade noch mal ein bisschen Zuckerrohr mit. Das können wir auch gebrauchen. Achtung, hinter dir Creeper. Gut, Tim. Da ist noch einer. Okay, okay, wir machen hier, wie gesagt, das Loch hin für die Basis. Wo bist du gerade? Warte, ich kämpfe hier gerade. Weißt du was, dann baue ich hier schon mal den Gang zur Basis hin, okay? Okay, wo genau bist du jetzt? Ich bin hier, da ist ein Loch in der Erde. Hier, siehst du mein Namensschild? Ja, ich sehe es. Okay, perfekt. Kannst du mir gerade Holz runterwerfen, damit ich eine Workbench machen kann? Das sind jetzt wie viele Blöcke? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, da sind es genau 10 Blöcke und keiner kann uns jetzt vorwerfen. Soll ich mal runterkommen? Nee. Ich mache ganz schnell Leitern, ja? Mhm. Dann baue ich dahin Leitern hoch, damit wir das auch direkt richtig zubauen können, okay? Okay. Okay, so, dann mache ich da eine Workbench. Und bitte werd da bloß die. Da darf kein Creeper explodieren oder so, das wäre extrem scheiße. Nee, ich töte noch ein paar Hühnchen. Mach das. Oh Gott, hier ist so ein Schaf auf einem Baum. Das irritiert mich total. So. Okay. Das ist gut, dass es dich irritiert. Dann muss ich das nicht mehr machen. Ja, danke. Bitte. Okay. So. Fuck you, Goethe. Kennst du den Trailer zu dem Film? Der ist auch gut. Ich kenne den Film, hab ihn aber nie gesehen. Ja, der Film, der ist noch gar nicht draußen. Achso, okay, ja, dann bin ich beruhigt. Ja, ich auch. Ich kenne immer so viele Namen, aber das, die Filme dazu. Du hast das alles noch nie gesehen. Das ist natürlich. Kennst du Cloud Atlas, den Film? Nee. Der ist richtig gut. Okay, jetzt kannst du runterkommen. Schnucki. Ja. Schnucki, komm runter. Komm runter, mein Schnucki. So, und jetzt müssen wir da oben natürlich dort einen. Ich hab was. Einen Dirtblock hinmachen. Hast du? So. Mhm. Okay, perfekt. So, dann bauen wir das hier mal aus. Alles klar. Okay. Oh Mann, oh Mann. Gut. Ui. Danke. Ach nee, ich hab die Fackel abgebaut. Okay. Das hast du jetzt. Das war ich. Ist gut. Ist ja gut. Okay. So. Jetzt ist echt da alles. Finn, einfach mal nochmal Eisen. Also ich weiß nicht, ob es am World Generator liegt. Also Eisen ist hier echt mehr als genug. Ja. Denk dran, die Karotte, ne? Die Karotte, die eine, die habe ich noch, genau. Das ist perfekt. Okay, weil Wassereimer habe ich ja auch noch, dann können wir gleich eine Quelle machen. Und ich habe ja hier genug. Erde. Schau mal, hier. Okay, perfekt. Sehr, sehr schön. Sehr schön, Tim. Dann haben wir gleich unsere erste Basis. Ist doch super. Mhm. So. Wie mache ich jetzt da dran? Hier ist auch nochmal Eisen. Alter, wie viel Eisen es einfach gibt. Das ist doch krank. Wahrscheinlich hat das Team, was ein paar Dias findet, einen so überlegenen Vorteil, weil keiner Dias findet. Das ist echt so. Und ich baue jetzt mal hier schon ein paar Öfen an. Ich habe keine Öfen mehr. Du hast die ganzen Öfen, oder? Tim, mach mal hier in den Boden die Öfen rein. In diesen Boden hier. Oder mach da. Ich hab so viel Stein. Warte, da mache ich auch Öfen. Ich will nicht von dir abhängig sein. Oh, der unabhängige Dommel. Der unabhängige. Was? Das war ja. Scheiße, jetzt habe ich gerade echt 8 Öfen gemacht. Oh Mann. Egal. Wir nutzen das zu unserem Vorteil. Kannst du es da oben gerade auch noch abbauen, diese 2 Teile da? Mach mal hier eine 3 hohe Decke, das ist irgendwie doof, wenn es so ist. Jo. Gut. Ich hoffe mal echt, dass die anderen Teams sich auch an diese Regel halten mit den 10 Blöcken. Bau mal bitte gerade den einen Ofen ab, den ich da zu viel hingebaut habe. Ich war ein bisschen tollpatschig. Aber aufsammeln musst du. Du, ich hab kein. Ich hatte doch Schweinefleisch. Hast du Fleisch? Rohes Fleisch? Ich hab zwei Fleisch. Leg das da bitte bloß rein, weil ich habe nur noch den einen Apfel und den esse ich jetzt auch. Da rein, ich habe noch 2 Hähnchen hier. Okay, das ist gut, weil dann lege ich hier gerade noch ein bisschen Eisen rein. Das brenne ich jetzt einfach so. Ich meine, das muss einfach gebrannt werden, dass es fertig ist. Und ich mache mir auch noch. Warte mal, schau mal. Ich habe hier auch noch 1,5 Stacks. Die kannst du auch mal verteilen. Danke. Und, okay. Ich mach mal ein Bett. Okay, genau. Mach du ein Bett. Ich mach mir auch gleich noch ein Bett. Oder du gibst dir deine Wolle, dann. Oder ich geb dir meine Wolle. Dann gehst du meine Wolle. So. Du willst mir an die Wolle.
Alter, wir werden so viel, einfach nur so viel Eisen haben. Also mit der versteckten Kiste verhält es sich jetzt mit der versteckten Basis allerdings trotzdem noch so, dass sie dennoch innerhalb von einem Block einsehbar sein muss, wenn man was abbaut. Also dann mit der versteckten Kiste werden wir uns noch was überlegen. Was hältst du denn davon, wenn wir das Ganze raffiniert machen? Die darf ja auch nur 10 Blöcke von der Basis entfernt sein, dass wir die einfach an der Oberfläche verstecken. Was hältst du davon? Wir könnten ja auch auf so einem Zwischenlayer hier einfach. Nein, nein. Die darf ja nur ein. Guck mal, stell dir vor, die finden unsere Basis, ja? Ja. Die denken, wir haben die Kiste hier versteckt. Dabei dürfen wir das im 10-Blöcke-Umkreis verstecken, richtig? Mhm. So, und oben ist ja auch in 10 Blöcke Umkreis. Ich meine, wir sind ja jetzt 10 Blöcke tief und wenn das da die Decke auch noch zur Basis gehört, dann sind das auch mehr als 10 Blöcke, ist ja Wasser. Wer sucht nach einer versteckten Kiste im Wasser? Wenn wir das so machen, obwohl ein Wasserblock zählt ja auch als Block, ne? Verdammt. Genau, wir haben gesagt, nichts unter Wasser, weil das auch als Block zählt. Das muss ich dir dann gerade auch noch sagen. Also ein Wasserblock ist ja auch ein Block, oder? Wasser ist ein Block, richtig? Ja, ja. Ne gut, aber wir machen das trotzdem oben einfach irgendwie unter einen Baum oder so. Weil stell dir mal vor, die werden hier drin nach der Kiste suchen. Überleg dir das mal. Das ist doch genial. Und dabei ist die Kiste oben versteckt. Die würden nicht im Traum daran denken. An einem markanten Punkt, ein Block tief oder zwei Block tief. Es muss so sein, dass man sie nach einem Block abbauen sieht, die Kiste. Ja. Und da oben das Eisen lassen wir dran. Das sieht dann. Warte, ich mache mal hier was Schönes. Guck mal. Nachtlichtchen. Nein. Oh. Was? Die Folge ist zu Ende. Dann würde ich sagen, ganz schnell, ich brauche. Hast du was zum Essen? Ja, nee, hier. Ne? Warte, warum ist mein Wassereimer weg? Ich hatte doch irgendwo noch. Warum habe ich einen Wassereimer geleert? Ich hatte doch Wasser genommen. Wer weiß. Das ist komisch, aber nächste Folge bauen wir hier definitiv an diesem Stückchen hier mal eine Karotte an. Und wir sehen uns dann nächste Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen grünen Daumen da. Wenn nicht, dann nicht. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.